Mit Handschuhen, Fingerspitzengefühl und Schraubendreher legten am Donnerstagmorgen die Mitarbeiter der Anhaltischen Gemäldegalerie letzter Hand an eines der besonderen Highlights der Ausstellung, die Kunst des Informellen. Einer Kunstrichtung, die in Frankreich entstand und in den 50er Jahren als direkte Folge des Zweiten Weltkriegs in Deutschland zahlreiche Künstler prägte. Sie reagiert auf die Schrecken des Krieges, auf das Trauma des Atombombenangriffs auf Hiroshima, auf die Leere, die nach dem Krieg im Bewusstsein vieler Menschen in Deutschland existierte. Und junge Künstler versuchten in einer Art Flucht nach vorn eine völlig neue Kunstrichtung zu entwickeln. Eine Bildsprache, die bald weltweit, zumindest im Westen Europas und Amerikas, dann sich ausbreitete. Besonders stolz ist Norbert Michels, dass in der Ausstellung alle großen Namen des Informell vertreten sind, vor allem dank der Unterstützung durch die Stiftung Kunst und Recht. Dass das Prunkstück der Schau den Titel Leuna trägt, deutet bereits an, dass sein Schöpfer Gerald Höhme, wie übrigens viele Künstler des Informell, aus dem Osten Deutschlands stammt. Die zwei Seiten des Gemäldes können daher auch als Anspielung Höhmes auf die damals noch sehr junge deutsche Teilung verstanden werden. Er ist in Greppin bei Bitterfeld aufgewachsen, hat an der Burg Giebichenstein studiert, musste dann aber die DDR verlassen, weil die Richtung der informellen Kunst ideologisch nicht gewollt war. Es wurde in den 50er Jahren zu stalinistischen Zeiten der sozialistische Realismus gefordert und Künstler wie Höhme hatten hier keine Chance. Auch der Dessauer Karl-Heinz Lingner teilte ein ähnliches Schicksal und prägte die Kunstrichtung. Nun ist er sozusagen in seine Heimat zurückgekehrt, in Form einer Schenkung seines Sohnes. Wir haben ca. 80 Bilder von Lingner in diesem Jahr geschenkt bekommen und verfügen so nun auch in unserer Sammlung über einen beträchtlichen Bestand an informeller Kunst. Einige andere Namen wären da allerdings auch noch zu nennen. Eröffnet wird zwischen Schwarz und Rot die Kunst des Informell am Samstag um 16 Uhr mit musikalischer Begleitung und kunsthistorischem Vortrag. Schon in der kommenden Woche gibt es aber auch die Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Fridolin Kraska, der ehemalige Bühnenbildner des Anhaltischen Theaters, wird in zwei Kursen Maltechniken der informellen Kunst vermitteln. Einmal für Erwachsene, dann aber auch für Kinder, denn die Informelle hat ja wirklich neue Techniken entwickelt, die überhaupt diese fantastischen Bildwelten ermöglicht haben. Jugendliche und Erwachsene sollten sich für den Kurs den kommenden Donnerstag ab 17 Uhr freihalten. Für Kinder startet das Angebot einen Tag später um 15.30 Uhr. Ein Ausstellungsbummel ist nach der Eröffnung bis 14. November täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr möglich.